So, ihr Lieben, heute basteln wir eine ganz einfache Karte zur Trauer. Das sind ja Videos, die ich zum Adventskalender von Anne bastel und meistens mache ich ja Verpackung. Aber ja, zum Thema Trauer gibt es keine Verpackung zu basteln. Wir haben hier die Sprüche, in der Zeit der Stille gibt es einen Augenblick, der uns Trost gibt, die schönen Erinnerungen an einen liebevollen Menschen in stiller Trauer. Und hier so ein Hintergrundstempel, was so ein bisschen aussieht wie Stacheldraht, finde ich. Auf jeden Fall habe ich mir da zwei Motivpapiere ausgesucht. Einmal ein Maß in 9,9 x 14,4 und der Aufleger ist 8,4 x 12,9. Der hat so ein bisschen Schmetterlinge als Motiv. Und da werde ich jetzt auch ganz einfach nur den großen Spruch, denke ich, hier irgendwie ein bisschen weiter links aufstempeln. Wegen dem Schmetterling halt einfach. In schwarz. Also nicht unbedingt natürlich, man kann es natürlich auch in anderen Farben machen. Ich habe bei meinen Beispielen ja vorhin auch eine nicht schwarze Karte gezeigt. Also da mal gerne in der Playlist zu Anne Stempel Design Adventskalender 2022 schauen, wer da Interesse hat. So, das stempel ich, wie gesagt, hier oben jetzt, was auch gerade ist. Hier so auf. Ich denke, dass ich dann noch irgendwie schwarze Steinchen verwenden werde. Man könnte jetzt, was vielleicht auch ganz cool aussehen würde, wäre das hier irgendwie unten nur so. Nee. Aber kann man auch wieder schöne Hintergrundsachen gestalten. So. Und dann werde ich mir das. Ich brauche eine Karte. Bündig aufkleben und das dann erhaben. Ja. So machen wir das. So, hier dann einfach schauen. Rechts, links, oben, unten, überall den gleichen Abstand. Ich nehme da immer so vorgefertigte Karten von Action oder sonst wo. Dann nehme ich 3D-Pads. Das hier dann auch mittig rauf, damit überall der gleiche Abstand ist. So, und dann schauen wir mal, wen du ziehst irgendwas. Ich habe auch graue, würden natürlich auch nicht schlecht aussehen. Oder halt tatsächlich schwarze. Ja, ich glaube, ich nehme schwarze. Einfach hier nochmal so drei Stück hin. Dann ist hier im unteren Teil noch mal was. Und fertig ist die Karte. So, das war's für den heutigen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, tschüss!